Ja, hallo, es ist Olaf aus dem wunderschönen Thailand. Wie ihr hinter mir sehen könnt, hat sich leider an der Hochwassersituation nicht viel geändert. Im Gegenteil, in den letzten Tagen ist der Pegel erneut angestiegen. Mein YouTube-Kanal heißt ja eigentlich Mein Leben in Thailand. Und mein Leben in Thailand besteht zurzeit aus Wasser, Wasser und nochmals Wasser. Heute Morgen wollte ich wie normal meine Hühner füttern. Was daraus geworden ist, erfahrt ihr in diesem Video. Bleibt unbedingt dran. Ja, bevor ich gleich zum Hühnerstall gehe, zeige ich euch mal die Situation hinter unserem Haus. Wie ihr sehen könnt, ist der Pegel stark angestiegen. Mittlerweile hat das Wasser das Fundament unseres Hauses erreicht. Es wird jetzt aber noch 1 Meter weiterer Anstieg benötigen, damit das Wasser ins Haus reinkommt. Hoffen wir mal, dass es nicht so weit kommt. Ja, wenn ihr den hinteren Teil unseres Gartens anschaut, dann wisst ihr, weshalb ich heute Morgen unsere Hühner dringend evakuieren musste. Der Pegel ist in der Nacht nochmal so stark angestiegen, dass es immer ungemütlicher wurde für unsere Hühner. Ich zeige euch gleich, wie es innen ausschaut. So, dann filmen wir mal ins Innere des Hühnerstalls. Es ist halt etwas dunkel hier. Hier im Eingangsbereich habe ich es gestern noch gut gemeint, extra noch die letzte Erde zusammengekratzt, welche noch einigermaßen trocken war. Und hier versucht, einen Damm zu bauen. Aber wie ihr sehen könnt, war der Erfolg nur für kurze Zeit. Hier bereits alles im Wasser. Ja, im vorderen Bereich hätten sie vielleicht schon noch ein paar Stunden oder einen Tag ausgehalten. Hier habe ich halt noch extra so Holztische reingestellt. Da würden sie wahrscheinlich noch ein, zwei Tage könnten sie da oben drauf stehen. Aber das Problem war natürlich drinnen, wo sie normalerweise schlafen. Ja, hier noch der Schlafplatz der Hühner. Hier auf diesen Bambusästen schlafen sie normalerweise. Wie ihr sehen könnt, hätte es da schon noch ein paar Zentimeter Luft gehabt. Aber das Hauptproblem nebst dem Wasser ist natürlich auch die Mücken. Wir haben hier zwar so Moskitoschutz angebracht, also der ist die ganze Zeit hier, aber den konnten wir jetzt nicht mehr richtig schließen und das wäre natürlich nicht ideal gewesen für unsere lieben Hühner. Ja, hier seht ihr den Schlafplatz unserer Hühner. Sieht das ein bisschen wild aus. Hier stehen noch die Waschmaschine und Kühlschränke von unseren Nachbarn. Noch andere Sachen. Der Grund, weshalb ich hier alles zugestellt habe, den seht ihr gleich hier unten vor mir. Und zwar unser lieber Hund Sinto. Der würde den Hühnern sehr gerne an die Gurgel gehen. Ist ein bisschen ein spezieller Hund. Also er mag überhaupt keine Tiere. Jedes Tier, welches er auf dem Grundstück sieht, ist für ihn ein Feind. Ja, natürlich hätte ich jetzt sehr gerne die Hühner jetzt irgendwo hier frei rumlaufen lassen, statt jetzt in diesem Korb hier drin zu wohnen. Aber es geht leider nicht, denn die Legehühner, die können auch sehr gut fliegen. Die würden hier von der Terrasse runterfliegen. Da wäre natürlich eine leichte Beute für Sinto. Deswegen wohnen sie jetzt vorübergehend halt ein bisschen auf beengten Verhältnissen. Leo, unser Seidenhuhnhahn, der wohnt alleine. Da möchte ich euch etwas zeigen, was absolut nichts mit unseren Hühnern zu tun hat. Und zwar hier beim großen Gästehaus, das Außenklimagerät, da steht schon bald im Wasser. Deswegen haben wir jetzt einen Elektriker angerufen, beziehungsweise den Klimatechniker. Der muss jetzt 3 Klimageräte, Außengeräte abbauen und irgendwas da basteln oder bauen, damit die Geräte weiter oben sind. Nächste Essenslieferung kommt. Jetzt mal hier durch den Fluss warten. Also verhungern müssen wir hier nicht. Kochen wir ab. Nika. TV, ba? TV, YouTube. Ja, hier seht ihr noch die extra angefertigten Halterungen für die Klimaaußengeräte. Ja, in Zeiten von Hochwasser kommt der Handwerker natürlich mit dem Boot.
Der Bootsführer muss zuerst da sein Boot vom Wasser befreien. Ist ja nicht mehr das neueste Modell. Aber es schwimmt noch, was will man mehr? Es ist erst eine knappe halbe Stunde vergangen, seit die Handwerker angekommen sind. Das erste Klimaaußengerät wurde bereits an der neuen Halterung befestigt. Alles wird angeschlossen, läuft alles einwandfrei. Das Ganze hat ein paar Baht gekostet, aber das war es ja wert, denn wenn das Gerät abgesoffen wäre, hätten wir weniger davon gehabt und das Ganze wäre auch noch teurer geworden. Ich denke mal, in den nächsten paar Jahren sind wir auf der sicheren Seite. Ja, meine Frau steht auch bereit. Sie wartet jetzt aufs Boottaxi, das wird sie nach Watzing bringen. Vorbildlich mit Schwimmweste. Das Ganze ist natürlich jetzt ein bisschen mühsam. Vor allem, wenn man jetzt irgendwas einkaufen muss, ist es relativ mühsam, von hier wegzukommen. Ja, der Taxifahrer kommt bereits. Das Boot sieht sehr vertrauenswürdig aus. Schatz, gute Fahrt, gell? Du musst halt immer ein bisschen Wasser ausschöpfen, gell? Sonst geht hier unter. Das Schiff hat ein kleines Loch, Schatz. Du musst immer ein bisschen Wasser rausnehmen. Nein, nur Spaß. Mach's gut, gell? Nicht vergessen, das Bier kaufen, gell, Schatz? Tschüss, gute Fahrt. Bis heute Abend, gell? Ja, ist gut, ja. Ja, auch das zweite Klimagerät wird bereits wieder montiert, beziehungsweise Außengerät. Die beiden Männer sind da sehr flott drauf. Gute Leute muss man sich immer merken. Ich denke mal, das werden die Klimatechniker sein, welche in Zukunft auch unsere Geräte warten werden. Ja, wie ihr sehen könnt, ist auch das Klimaaußengerät unseres Gästehaus fertig geworden. Alles wird angeschlossen, funktioniert einwandfrei. Das Ganze ging jetzt ganz schnell. Gerade mal 3 Stunden gebraucht, um 3 Klimaaußengeräte zu versetzen. Super Arbeit gemacht. Diese 2 Handwerker müssen wir uns unbedingt merken. Ich sag mal was Spezielles, wenn die Handwerker mit dem Schiff kommen müssen. Ich hoffe mal, das Schiff geht nicht unter. Ja, das ist etwas vom nächsten, wo ich mir anschaffen werde, wenn das Hochwasser weggeht im Boot. Das lohnt sich wirklich. Nicht, dass ich hoffe, dass das nächste Hochwasser bald wieder kommt. Aber ich könnte es ja auch zum Angeln benutzen, da müsste ich nicht immer vom Ufer aus angeln. Ja, auch meine Frau ist vom Einkauf zurück. Hallo! Schön gewesen! Ja, der Einkauf war bitter nötig. Hühnerfutter, Hundefutter, auch unsere Lieben wollen versorgt sein. Gemüse, bisschen Brot und Früchte. An dieser Stelle hoffe ich natürlich nicht nur für mich, sondern auch für euch, dass ich euch bald wieder mal andere Videos zeigen kann. Aber aktuell ist es etwas schwierig. Ich könnte zwar hier die Straße verlassen und es gibt da Teilgebiete, welche im Trocknen sind. Aber mein Motorrad steht hier auf dem Grundstück. Unser Auto muss ich auch in Sicherheit bringen.
Ja, und viele Straßen und Gebiete hier sind auch unter Wasser. Da macht es eigentlich keinen Spaß, jetzt irgendwo filmen gehen. Die Leute haben jetzt auch andere Probleme, als sich jetzt da filmen lassen. Auch meine Schwägerin möchte zurzeit jetzt nichts kochen. Das wäre jetzt auch eine Lösung gewesen, mal eine Kochsendung einzufügen. Da müsst ihr jetzt noch ein bisschen Geduld haben. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Ja, wenn ihr meinen Hochwasser- bzw. YouTube-Kanal noch nicht abonniert habt und keine Videos von mir verpassen möchtet, dann abonniert doch bitte meinen Kanal. Denkt dran, drückt auch noch unten auf die Glocke. Bleibt gesund. Bis bald, euer Olaf.